Ja, es handelt sich hierbei um ein wichtiges Dokument, in dem Technologien beschrieben werden, und zwar im Sinne einer Weiterentwicklung. Wie wird eine spezielle Technologie sich in den kommenden Jahren weiterentwickeln? Ich halte es für sehr, sehr wichtig, daran mitzuarbeiten, weil man dort den Weg in die Zukunft festlegt, was wir in der Zukunft an welchen Themen wir in der Zukunft arbeiten müssen, was für Normen, was für Anwendungsregeln für die Zukunft sowohl national als auch international wichtig ist. Da ist eine Übersicht oder eine Landschaft von dem, was da ist. Und es kann auch eine Analyse sein von dem, was fehlt und wo die Reise hingehen muss, beziehungsweise Empfehlungen geben, was noch zu machen ist. Insofern ist es wichtig, von Anfang an auch bei der Konzeption solcher Mandate mitzuwirken. Man kann auch das auf einen Punkt bringen und sagen, wer die Norm macht, der hat den Markt. Und das im Vorfeld gilt das natürlich auch, wer die Konzeption für die Norm oder für das Mandat mit beeinflusst und mitentwickelt, entwickelt auch die Auswirkungen auf den Markt. In die Zukunft ist noch nicht geschrieben und daher brauchen wir einen Fahrplan, in dem wir die Dinge festschreiben, die notwendig sind, damit Dinge in der Zukunft auch zusammen interagieren, funktionieren und somit auch für die Gesellschaft einen Mehrwert und einen Nutzen sicherstellen. Diese Art von Bericht ist so geschrieben, dass sie leicht verständlich ist. Das heißt, dass alle, die an irgendeinem Punkt an diesem Themenbereich arbeiten, Informationen zur Normungslage in dem Bereich bekommen können. Das Ganze wird dann in einem dicken Papier mit vielen bunten Bildern der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, damit Sie sehen, was die Normungsorganisationen in der nächsten Zeit angehen. Normung und Innovation hängen zusammen und da ist es natürlich wichtig, sich einerseits darüber zu informieren, andererseits natürlich auch einzubringen, welche Themen denn die Normer in Deutschland und weltweit in Zukunft bearbeiten werden.